Hallo YouTube, willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Wir befinden uns heute hier in Budapest und werden uns auf einen Linienflug mit Wizz Air begeben, Richtung Griechenland auf die schöne Insel Korfu. Wir haben auch zwei neue Flughäfen dabei, also zumindest für mich, hier in Budapest von LH Simulations gerade installiert. Und in Korfu erwartet uns dann der neue Flughafen von FlyTampa, der mal wieder neue Maßstäbe setzt, wie ich finde. Also FlyTampa hat sich da mal wieder selbst übertroffen. Ja, zum Flug selber gibt es nicht allzu viel zu sagen. Das ist eine Linienmaschine Wizz Air 2245. Ein Flug, der im Sommer stattfindet, jetzt im Winter natürlich nicht. Ansonsten, wir werden von Ivao Coverage haben. ATC ist online über Belgrad, der Center Controller. Und dann werden wir nochmal Coverage ganz am Ende des Fluges haben, und zwar mit Athens Control und Corfu Approach. Ja, und das soll auch genug der Vorrede gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Flug. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, Verbesserungsvorschläge wie immer in die Kommentare schreiben. Wenn es euch gefällt, dann bitte ein Like hinterlassen, und wenn ihr mehr sehen wollt, dann natürlich gerne auch immer ein Abo dalassen. Und damit sage ich viel Spaß beim Anschauen und bis bald. So, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Catering ist schon an Bord. Den Rest der Vorbereitung müssen wir allerdings noch machen. Machen wir also erstmal die Türen wieder zu. Zumindest die Catering-Türen. Damit uns hier GSX nicht auf die Nerven geht. Und ja, wir laden erstmal das Flugzeug wie immer. Die 185 Paxe, die habe ich mal schon geladen, weil sonst GSX nicht weiß, wie groß der Bus sein muss. Cargo haben wir heute dabei, 1,5 Tonnen, Fuel 6667 Kilo, also 6,7 Tonnen, dann laden wir das auch schon mal, dann haben wir die Seite soweit erstmal fertig, kümmern uns um unser linkes MCDU. Auf der Init-Page laden wir unseren Flugplan. Das ist heute Lima Hotel Bravo Papa 01. No. Nach Lima Golf Kilo Romeo Corfu. There we go. 01. Das passt. Von Budapest nach Corfu. Eine Flugnummer haben wir auch. Und zwar ist das Wizz Air 2245. Ich glaube, die Abkürzung für Wizz Air mit dem IATA-Code ist W6. Schreiben wir das mal rein. 2245. Gesundheit. Der ICAO-Code ist übrigens WZZ. Kostindex 25, wie üblich. Cruising Altitude, Fluglevel 350. Und unsere Top-Off-Climb Temperature nach Active SkyNext ist minus 58 Grad. Einmal hierhin. Unser Alternate ist Lima Golf India Oscar. Okay. India Oscar. Einmal da rein. Genau. Machen wir das soweit. Zweite Seite. Das Einzige, was wir hier einzutragen brauchen, ist eigentlich der Block Fuel. Das waren 6,7 Tonnen. Und was wir hier noch machen, ist Zero Fuel Weight, Center of Gravity und das eigentliche Zero Fuel Weight, das kriegen wir von unserem Load Sheet dank TopCat. Und zwar ist unser Center of Gravity ist 25,4. Slash. Und also Zero Fuel Weight heute sind 59,4 Tonnen. 4. So. Damit haben wir das. Perf Init. Also heißt es, glaube ich, nur bei der Boeing. Runway 13 links. Da geht's los. Das stimmt schon mal soweit. Wir starten mit Flaps 1 und brauchen ein Uptrim von 0,6. Also ab 0,6.
Und unsere Flex Temperature dank TopCat ist 65 Grad. Das ist ordentlich gederated. Und damit sind unsere Entschuldigung, V-Speeds 151 für V1, 151 auch für V-Rotate und 152 für V2. 152, V2. Damit haben wir das auch geschafft. Genau, kümmern wir uns zu guter Letzt noch um unseren Flugplan. Das war das Arrival, damit wollte ich eigentlich nicht anfangen, sondern schon hier in Budapest von der 1-3 links geht's los. Das haben wir schon. Und dann gehen wir heute über die SIT Airloss 1 Delta. Haben wir die hier irgendwo? Genau da. Keine Transition. Fügen wir ein. Und in Corfu kommen wir heute an auf der 35. Und zwar nehmen wir da VOA, das war 1 zu 4, 35 Whisky, genau das. Und unsere, naja, Transition ist es nicht, unsere Star ist irgendwas mit YYN, na, da gibt es eine ganze Menge. Wir kommen aus Osten, nachschauen. YNN oder auch Yankee November, November One Uniform. Das letzte. Genau, schauen wir, ob es hier eine. Genau, die Transition geht über Kilo, Romeo, Kilo. Und damit fügen wir das ein. Schauen uns das mal im Plan View an. Das vernünftig aussieht. Ein bisschen rauszoomen. Tadam ist ja auch ein schöner Weg, Wegpunktname. Und hier geht es wieder rein Richtung Corfu, dann zoomen wir mal ein bisschen rein. Aber das sieht sehr vernünftig aus. Genau, so sollte das eigentlich auch sein. Wunderbar. APU läuft schon, damit die Passagiere das ein bisschen warm haben. Was haben wir heute für Außentemperaturen? 3 Grad, das ist jetzt nicht besonders kuschelig. Wir holen uns aber schon mal unsere Passagiere, weil lange werden wir bestimmt nicht mehr brauchen. Request Boarding. Leider funktionieren hier in Budapest die Gateways nicht. Deswegen wird hier ein Bus kommen. Und wir haben hier auch eine Treppe, obwohl die da eigentlich normalerweise nicht hingehören würde. Aber hey. Man kann nicht alles haben. Oh, jetzt ist hier das Licht angegangen. Das sieht auch schön aus. Also ich muss wirklich sagen, LH Simulations hat sich mit dem Flughafen hier in Budapest wirklich Mühe gegeben. Das sieht doch wirklich hübsch aus. Funktioniert auch in Prepared Version 3. Gibt es einen extra Installer dafür. Sehr schön. So, machen wir mal unser Overhead Panel. Da gibt es bekanntermaßen im Airbus nicht viel zu erledigen. Alles auf Auto. Das passt, wir machen mal die Fuel Pumps an. Sind hier auf External Power, das können wir eigentlich rausnehmen. Wir sind ja schon auf der APU. Jetzt kommen auch langsam unsere Passagiere on board, dann machen wir auch die Seatbelt Signs an. Und der Rest passt. Dann können wir hier bei unseren Ground Services zumindest die External Power auch wegnehmen, den Rest lassen wir mal noch dran. Und unser Clear Shield. Das Wetter. Können wir uns mal abrufen. Machen wir das lieber richtig. 122,0. Lima Hotel Bravo Papa Airport Information Golf 1330 Zulu Weather Wind 184 at 6 Visibility 3 Sky Condition Ceiling 3900 Broken Temperature 3 Dew Point 2 QNH 1025 Advise on initial contact you have information Golf Lima Hotel Bravo Papa. So, sehr schön. Haben also Wind aus 184 Grad mit 6 Knoten. Da passt also Runway 13 left. Temperaturen 3 Grad. Stimmt, auffallend. Und QNH 1025.
Einmal hier und einmal am Standby Altimeter. Perfekt. So, was müssen wir noch machen? Unsere Sit und unser Initial Climb. Wäre, glaube ich, ganz gut zu wissen. Was hat man gesagt? Runway 13 left. Und unsere Sit war Air Loss 1 Delta. Genau, und da ist die Initial Climb 7000 Fuß. Perfekt. Der Rest, alles auf Managed. Wunderbar. Für unser ND geben wir uns mal die Constraints. So, viel mehr müssen wir hier schon gar nicht mehr machen. Sobald die Passagiere an Bord sind, machen wir die Türen zu, machen unsere Cockpit Preparation Checklist und dann kann es auch schon losgehen. Das Gute ist zumindest, dass sich GSX dann wirklich an den 158 Passagieren orientiert, die man hier eingibt, und dass es dann tatsächlich auch so lange dauert. Das ist nicht nur die Größe des Busses, die dann eine Rolle spielt, sondern zum Glück auch die Dauer des Boardings. Das ist schon ganz in Ordnung. Überlegen, was wir sonst noch so brauchen. Achso, iWeb sollte man vielleicht mal öffnen. Genau. Also hier in Budapest haben wir heute kein ATC. Allerdings in Korfu. Da ist Griechenland online. Also der Center Controller. WZZ, was hat er gesagt? 2245. Aircraft A320, das passt. Mal die Speedkurve wegnehmen. Unser Remark ist auch drin. Ja, mal sehen, ob es überhaupt. Ah, es gibt sogar eine MTL für Wizz Air. Das ist doch schön. Send Flight Plane. Connect. Wunderbar. Sehr schön. Setzen wir unseren Squawk auf, was weiß ich, 2000. Oh, hat sich jetzt direkt eine über mir materialisiert. Das ist krass in Ivao. Ach, hinter uns ist eine EasyJet. Sehr schön. Naja, sind wir wenigstens nicht alleine hier. So, dann würde ich sagen, Parking Brake on. Nehmen wir schon mal unsere Traffic Cones weg. Machen die Türen langsam zu. Und dann kann es ja auch schon losgehen. Schauen wir lieber nochmal nach draußen, dass unsere Kollegen hier auch wirklich fertig sind mit dem Beladen. Aber das sieht gut aus. Oder fährt er jetzt durch die geschlossene Tür, was ich für nicht ausgeschlossen halte. Aber Boarding completed klingt eigentlich gut. Genau, sehr gut. Dann machen wir die Vordertür auch noch zu. Klappen auch, upsala, unsere Tischchen zurück. Unicom wäre vielleicht auch noch eine gute Idee. Genau. Und machen wir unsere Before-Start-Checklist. Cockpit preparation is completed. Wheel shocks are removed. Cabin signs are on. Adairs are now. Fuel quantity 6.7 tons. Takeoff data is set. Bearer reference is 1025. Set and cross-checked. Windows and doors are closed. Beacon goes on. And thrust levers are idle and parking brake is set.
Dann holen wir mal die Kollegen vom Pushback. De-icing, nee, brauchen wir heute nicht. Und unsere Nase. Gute Frage. Mal sehen, wie der uns zurückpusht. Ich sag mal Nase nach rechts. Wir müssen eigentlich nach da hinten. Und je nachdem, wie er uns jetzt pusht, ob er uns jetzt nach links oder nach rechts pusht. Aber ich, naja, kann genau verkehrt rum gewesen sein. Ja, wir machen das nochmal neu. Mit der Nase nach links. Nose left. Genau. Sicher ist sicher. Ich glaube, das wäre jetzt genau in die falsche Richtung gegangen. Das wollen wir nicht. So. Ist der Rest gut? Pumpen sind an. Kollegen sind fertig zum Push. Ja, dann warten wir mal mit dem Engine Start. Lustig ist, dass sich die Turbine hier schon anfängt zu drehen. Wahrscheinlich wurde der Wind gerade stärker. Anders kann ich mir das nicht erklären, was das jetzt soll. Oder durch den Fahrtwind, durchs Zurückpushen. Das kann natürlich auch sein. So, da wir jetzt eh keine Engines starten können, können wir uns das Ganze auch mal von außen angucken. In der Hoffnung, dass er uns richtig pusht. Aber es sieht gut aus. Ich bin froh, dass ich das nochmal gemacht habe. Weil die Richtung sieht ganz vernünftig aus. Eine schöne Lichtstimmung hier. Unser Marschaller läuft aber auch ein bisschen merkwürdig. So ganz locker sieht das nicht aus. Sehr schön. Ist erstaunlich, dass die Geräusche von dem anderen Flugzeug im Cockpit lauter sind als draußen. Muss man jetzt auch nicht wirklich verstehen. Wir müssen dann übrigens hier über Romeo zu unserer Startbahn. Okay, wenn der weggefahren ist, dann lassen wir mal die Triebwerke an, würde ich sagen. Los geht's. Left is clear. Right is clear.
Ein bisschen merkwürdig war das gerade schon, dass N2 schon anfing hochzudrehen, bevor wir überhaupt mit dem Start angefangen haben. Nun gut. Man lernt immer wieder dazu. Okay, EGT sinkt. Engine Number 1. Jetzt steigt N2 ganz normal. Unsere PTU hören wir auch gut. Ein bisschen nervt er mit seiner EasyJet-Maschine. Also wenn jemand von euch weiß, wie man diese Geräusche, die sich durch entweder AI-Flugzeuge oder eben durch anderen Verkehr von IVAO ein bisschen verringern lassen, dann gerne in die Kommentare schreiben. Gesundheit. Warum hat eigentlich der Co-Pilot immer einen Schnupfen? So, Autobrake Max. Können wir schon mal die Speedbrakes armen. Auch die Flaps schon mal auf 1. Two good engine starts, machen wir unsere Flight Control Checks. Mal sehen, ich hoffe es funktioniert. Full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, and rudder, full left, full right, and neutral. Wunderbar, das hat ja schon mal geklappt. Flight Control Check completed, taxi signs, taxi lights an. Unsere After-Start Checklist, Anti-Ice, not needed, ECAM status is checked, Pitch and Rudder Trim is, Pitch Trim is, was hat man gesagt, up 0.6, 0.6, genau, 0,6, und Rudder Trim is 0, Hand Signal received, und los geht's, Left is clear, Right is clear, Brake Test, 0 and 3. Schön. Jetzt, wo die EasyJet-Maschine ein bisschen leiser wird, so und jetzt merke ich gerade, jetzt muss ich mich erstmal, glaube ich, neu orientieren, weil irgendwie haut mein EFB Iblasoft nicht so ganz hin. Aber ich denke mal schon, ja, nach da links müssen wir. Ja. Weil wenn man neue AirPods installiert, muss man natürlich auch in EFB von Iblasoft die Datenbank updaten. Und wenn man das nicht macht, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dann stimmt die Anzeige nicht. Und das ist natürlich bei den Ground Charts ein bisschen blöd, wenn man sich dann darauf verlässt, dass die Taxiways korrekt eingezeichnet sind. Weil an sich ist das eine Riesenhilfe, weil man auch das Flugzeug sieht, wie es sich bewegt über den Ground Chart. Aber wenn man das nicht aktualisiert, dann passt natürlich alles vorne und hinten nicht. Was hier wirklich schön aussieht, sind die Wintertexturen.
Da gibt es auch unterschiedliche, muss man einstellen in einem kleinen Config-Tool für Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber ist doch schön. So, und jetzt geht es einmal ganz nach hinten. Können wir schon mal unsere Before-Takeoff-Checklist machen. Flight Controls are checked. Flight Instruments are checked. Takeoff Briefing is confirmed. Flaps Config is Flaps 1 plus F plus Flaps. Flaps. V1. 151. V-Rotate 151. And V2 152. Vielleicht nicht ganz so schnell taxeln. Vielleicht auch die Taxi-Line treffen. Man sollte nicht Briefing, Checklisten lesen und taxeln. Das geht irgendwie nicht gleichzeitig gut. ATC ist set. ECAM Memo. Takeoff Config, no blue. Cabin Crews advised. So, jetzt halten wir erstmal an. Oh, was für eine wohltuende Ruhe. Machen wir unsere Checkliste zu Ende. TCAS, genau. TARA and tilde buff. Engine Mode Selector is normal. Packs 1 and 2 are on. Und wir können natürlich die APU ausmachen. Genau. So, alle Lichter an. So, passt das. Jetzt sagen wir auch auf Ivaro nochmal schnell Bescheid. Traffic. Lineup and Takeoff. Runway 13 left. Genau. Und los geht's. Approach path is clear. And take off. Manual, flex, SRS, and runway. On taxiway. Okay, und RAS braucht auch ein Update. Ganz schön holprig hier. 100 Knots. Oh, interessant. Was war das denn? Wahrscheinlich wegen dem Licht. So, V1 and rotate. Positive rate, gear up.
climb thrust. Flaps up. Und Autopilot on. Disarm speed brakes. Und setzen gleich unsere Flughöhe auf 35.000 Fuß. After takeoff checklist. Landing gear is up, flaps are retracted, packs are on and bearer reference kommt gleich. Standard kann man schon gleich machen und steigen eh schon auf unsere cruising altitude. Genau. Auf geht's Richtung Korfu. Ab in den Sommer. Climb flight level 350, Wizz Air 2245. There should be a 1723, descend flight level 130. Descend flight level 130, there should be a 1723, voilà. Correct time 06. Gut, was los auf der Frequenz. Ich versuche jetzt mal nebenbei hier schnell unsere Landevorbereitung schon einzugeben auf der Performance Page. QNH 1023. Temperatur in Korfu 15 Grad. Ja, kann man mal sehen. Das ist noch schön warm. Im Vergleich zu den 3 Grad in Budapest. Wind ist calm. Und der Transition Level, den müssen wir rausfinden. Star. Transition Altitude ist 5000. Der Druck ist über 10,13. Also ist der Transition Level 6000. Beziehungsweise Flight Level 60. Genau. Ihr seht das kaum, denke ich mal. Unser Approach Speed nach Topcat sind 138 Knoten. Wir landen mit Flaps Full, das passt. Und Runway 1, excuse me, Runway 34. Minimas 2000 Barrow Metric. Taxi Manor 06, taxi calling point, runway 12. Taxi holding point 12. So, perfekt.
frage mich gerade, was die Berge da hinten sind. Bye bye, Sir Frankfurt, Service Houston, Bye bye, Sir Frankfurt, Service Houston, Bye bye, Sir Frankfurt, Service sind jetzt übrigens so ein paar Meilen westlich von Novi Sad. Und fliegen durch serbischen Luftraum. Ein Direct haben wir ja schon bekommen bis nach Kogat. Das ist ungefähr bei Skopje. Ja, das geht dann einmal quer durch den serbischen Luftraum. Genau, unser Top of Descent, können wir mal gucken. Na. Wir sind 273 Meilen und den erreichen wir gegen 15.39 Uhr, also ungefähr eine halbe Stunde. Ich würde sagen, lasst euch erstmal wieder alleine für den Moment und wir hören uns dann wieder, wenn wir näher sind am Top of Descent. Bis gleich, tschüss. Zurück. Jetzt sind wir noch 34 Meilen von unserem Top of Descent weg. Wir haben jetzt leider keine ATC-Coverage mehr über Griechenland. Serbien hat uns noch gut bis zum Ende gelotst, aber Griechenland hat uns leider im Stich gelassen. Schade, schade. So müssen wir ganz alleine den Abstieg wagen. Aber ich denke, das schaffen wir auch. Gerade nochmal nach dem Wetter geschaut. Hat sich nichts geändert. Nach wie vor, lass uns dann mal anschauen, QNH von 10,23, Temperatur nach wie vor 15 Grad, es ist immer noch windstill. Demzufolge bleibt auch unsere V-Approach bei 1,38 Knoten. Nochmal als Erinnerung, landen mit vollen Klappen. Und unser Minimum ist 2000 Fuß Barometric. Flap Speeds haben wir. Und in ca. 26 Meilen starten wir unseren Descent. Es ist Zeit, unsere Altitude Constraint einzugeben. Schauen uns das nochmal auf dem Flugplan an. Wir müssen 3500 Fuß sein über KRK. Genau. Und die werden wir auch eindrehen, weil das ist unsere erste Constraint überhaupt. Und dann geht's auf den ILS Fix bei 2900 Fuß. KRK ist unser Initial Approach Fix. Und da sind es 3500 Fuß. Genau. Ja, genau. Noch 18 Meilen. Vielleicht bevor wir da sind, noch ein paar Worte zu Korfu. Das ist eine Szenerie von Fly Tampa, die vor circa, ich würde sagen, 3-4 Wochen rausgekommen ist.
in üblicher Fly Tampa Qualität. Ist wirklich hervorragend. Ist ja wirklich nur eine kleine Insel, aber mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Und auch sehr performant. Also es gibt noch ein paar Einstellungen, dass man zum Beispiel die Autogen-Dichte für VFA anders einstellen kann, als wenn man jetzt mit dem Airliner auf den Flughafen anfliegt, mit einer PMDG zum Beispiel, die eben doch sehr viel Speicher zieht und auch sehr viel Performance, sodass man das dann noch ein bisschen optimieren kann. Ausgesprochen gut gelungen. Und ihr werdet es dann sehen, auch wenn es natürlich jetzt schon ein bisschen dunkel ist, aber ich denke, wir werden ein bisschen was von den Lichtern auch sehen, die, glaube ich, auch handplatziert sind auf der Insel, und das gibt dem Ganzen einen ganz besonderen Anschein, finde ich. Leider sind wir jetzt schon im Winter, das heißt, es gibt keine regelmäßigen Flüge mehr, so wirklich, vom Festland nach Korfu. Auch der Flug hier, Wizz Air 2245, der findet ja in den Sommermonaten statt, also dann, wenn Saison ist, zwischen Budapest und Korfu. Aber im Dezember, heute ist der 12. Dezember, da fliegt nun wirklich keiner mehr nach Korfu. Außer, ich glaube, von Athen. Das ist der einzige Linienflug, der noch existiert zwischen dem Festland und der Insel. Weil ich das auch verstehen kann, weil es gibt natürlich bestimmt viele Inseleinwohner auf Korfu, die auch mal Richtung Athen oder irgendwo anders hin müssen. Aber für die ist die einzige Verbindung zumindest mit dem Flugzeug Korfu Athen. Ich glaube, was anderes existiert nicht mehr. Zumindest keine Linienflüge. So. Noch 2 Meilen. Dann beginnen wir einfach mal unseren Descent, würde ich sagen. Ja, zur Erinnerung vielleicht nochmal. Also beim Airbus ist es so, ihr dreht vorher immer die Altitude ein und sobald ihr am Top of Descent seid, einmal mit der linken Maustaste auf den Altimeter drücken, nicht Altimeter, auf die Einstellung für die Altitude, und dann geht er im Managed Descent nach unten auf die eingestellte Höhe. Immer wenn dieser kleine Punkt entweder neben der Höhenangabe oder auch neben dem Heading oder neben der Geschwindigkeit ist, ist der Airbus im Managed Mode, das heißt, er sucht sich die Daten aus dem FMS und passt entsprechend Geschwindigkeit, Richtung und Höhenprofil an. Genau. Im richtigen Airbus, also im richtigen Vorbild, ist es so, dass man tatsächlich auch die Knöpfe reindrückt für den Managed Mode und man zieht sie raus für den manuellen Modus. Hier im Flugsimulator ist es so umgesetzt, dass man mit der rechten Maustaste auf die Knöpfe drückt. Und das ist dann genauso wie den Knopf zu ziehen in der Realität. Ja, es ist zwar schade, dass es jetzt schon ein bisschen dunkel ist. Auf der anderen Seite finde ich, ist es eigentlich auch eine ganz schöne Stimmung. Dem Mond, der zunehmend ist. Das heißt, vor ein paar Tagen hatten wir offensichtlich Neumond. Oder vielleicht auch gestern. Und die Sonne, wie sie jetzt so langsam hinter dem Horizont untergeht, ist eine ganz eigene Stimmung. Muss nicht immer im Hellen fliegen, wo man natürlich am meisten sieht, ist ganz klar. Aber die Lichtstimmung in der Nacht hat auch irgendwie was, finde ich. Muss man auch mal mitnehmen. Ich hoffe, ihr seht im Video noch ein bisschen was. Nicht, dass es zu dunkel ist. Aber ich denke, das passt. Können uns auch mal das Cockpit ein bisschen genauer angucken. Ja, ich wurde in einem der vorigen Videos auch gefragt, ob ich irgendwelche anderen Texturen fürs Cockpit verwende, und es ist in der Tat so. Ich habe HD-Austauschtexturen, die ich, glaube ich, irgendwo bei AFSIM runtergeladen habe. Und die sehen schon deutlich schärfer aus als die Originaltexturen vom Airbus. Was auch dann ein bisschen anders ist, das ist die Cockpit-Beleuchtung, die ich allerdings gar nicht so mag. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, weil die wirklich sehr hell ist. Es gibt leider keine Möglichkeit, die zu dimmen. Es ist wirklich entweder aus oder an. Und gerade hier oben finde ich es extrem hell. Da würde ich es gerne noch ein bisschen gedimmt haben. Geht aber leider nicht. Es ist eine sehr digitale Beleuchtung.
Genau, aber hier unten finde ich, sieht das eigentlich ganz schön aus. Aber machen wir es mal wieder aus. So ist deutlich realistischer. Ja, wie lange brauchen wir eigentlich noch? Gleich mal schauen. Upsala. Um 16 Uhr sollen wir ankommen. Also noch ungefähr eine Viertelstunde Flugzeit. Ich denke mal, realistischerweise sind es noch 20 Minuten. Schauen wir uns das hier nochmal ein bisschen genauer an. Fliegen also jetzt erstmal in südlicher Richtung. Biegen dann nach rechts ab, Richtung Westen. Und gehen dann in einem finalen Turn auf die Landebahn 3.5. Ich werde euch dann auch wieder die Charts einblenden, damit ihr das gut nachvollziehen könnt. Genau. Können wir mal eine kleine Ansage machen. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking from the flight deck. We hope you enjoy this short flight from Budapest to Corfu today. As you might have noticed, we have left our cruising altitude of 35,000 feet today already and are now on our descent to Corfu. The weather in Corfu is fairly nice for this season. We have 15 degrees centigrade outside air temperature. The wind is calm and there are just a few clouds. So expect a nice and warm evening today in Corfu. We hope you feel comfortable on board and we wish you a pleasant remaining flight and hope you will join us very soon on a flight on Wizz Air. Thank you. So, haben wir das auch hinter uns gebracht. Zum Wetter gab es ja nun wirklich nicht viel zu sagen. Und ich glaube auch nicht, dass mit uns noch irgendjemand anders in Corfu ankommt heute. Sieht zumindest nicht danach aus. Können wir mal auf Ivao nachschauen. Na. Zwei Inbound Flights. Ah, okay. Einer bin ich und 4 Minuten. Nee. 6 Minuten später kommt eine Maschine aus Mailand an. Müsste Mailand sein. Und das ist eine 737. Okay, das könnte ja noch interessant werden. Weil der kommt natürlich von Norden und muss einmal um den Flughafen rum. Da er ein bisschen später ankommt, sollten wir uns eigentlich nicht in die Quere kommen, weil ich fliege ja quasi schon von Süden an. Das sollte also passen. Aber das ist witzig. Dann bleiben wir wenigstens nicht ganz alleine in Corfu. Das ist doch schön.
So, 16.000 Fuß. Unser Transition Level ist bei Flight Level 60. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, können uns ja den Q&H hier schon mal in unserem Standby-Altimeter eindrehen. Reduzieren ein bisschen den Zoom. Jetzt wird es aber arg dunkel hier. Ja, weil wir gerade nichts anderes zu tun haben, vielleicht noch ein paar Worte zu Budapest verlieren. Den Flughafen, den habe ich heute erst installiert. Mir ein Freund empfohlen. Ist auch mein erster Flughafen von LH Simulations. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich finde ihn wirklich sehr schön. Ist ein kleiner Flughafen, aber gehört wirklich zu denen, die mit viel Liebe modelliert sind. Ist auch nicht teuer, kostet 20 Euro, gibt es bei SimMarket. Den Link werde ich euch in die Kommentare reinsetzen, in die Videobeschreibung reinsetzen. Ich werde sicherlich öfter mal nach Budapest fliegen. Das ist jetzt, wie gesagt, mein erster Flug von Budapest. Ich war einmal bis jetzt im echten Budapest. Ist allerdings ein Weilchen her, also irgendwie kann ich mich nicht mehr wirklich an den Flughafen erinnern. Aber ich finde die Umsetzung in P3D ist wirklich sehr, sehr gelungen. Ich finde es auch gut, dass sie da schon mittlerweile im Prepared Version 3 Installer mit hochgeladen haben, sodass man dann bei der Installation wirklich keine Probleme hat. Gehört auch wieder zu den Flughäfen, die sich nicht außerhalb vom P3D Hauptverzeichnis installieren, sondern direkt rein. Aber mittlerweile machen das alle. Ich glaube, da hält sich kein einziger Hersteller dran, das außerhalb vom Hauptverzeichnis zu installieren. Und vielleicht hat man auch die Vorgabe von Lockheed Martin am Anfang missverstanden. Vielleicht haben sie auch was ganz anderes gemeint. Aber Fakt ist jedenfalls, dass sich da niemand dran hält. Alle Add-ons außerhalb des Hauptverzeichnisses zu installieren. So, jetzt machen wir unsere Approach Checklist. Approach Briefing is confirmed. ECAM Status is checked. Bearer Reference noch nicht set, das machen wir noch. Unsere Minimum Descent Altitude und Decision Height is set. Und Engine Mode Selector ist auf Normal. Einmal Tisch wieder wegklappen. Ja, was bleibt noch zu tun? 10.000 Fuß, machen wir auf jeden Fall mal die Landelichter an. Und auch wieder die Seatbelt Signs. Sind wir natürlich ein bisschen von unserem Vertical Descent Profile abgekommen, weil hier gerade, Deceleration Point gekommen ist, genau. Jetzt adden wir mal ein bisschen Speed Brakes. Damit wir wieder auf unseren Vertical Descent Path kommen. Aber eigentlich müssten wir hier bei dem pinkfarbenen Kreis sein. Also sind jetzt deutlich drüber. Ich wollte sie nicht armen. Der Mond sieht wirklich toll aus. Und auch die Lichter hier unten schon wieder. Kann man sich gar nicht dran satt sehen. Das ist in Prepared wirklich deutlich gelungener als im FSX. Ich finde, da braucht man auch keine zusätzlichen Add-ons. Ich hatte da jetzt mal ein paar Bilder gesehen. Aber um ehrlich zu sein, passt das so schon.
Okay. Dann machen wir das doch mal. Ich finde das immer toll, wenn man mitten im Descent ist. 125,525. Bravo Julia Zulu Foxtrot, Kalispera, Radar contact, identified flight level 300, continue climbing, flight level 380 and test flight. Continue climbing 380, thank you. Athens Control, good evening, Wizard 2245, descending 3500 feet, passing 6000 feet for Corfu. Wizard 245, Kalispera, Radar contact. Confirm you expect VR Whiskey on runway 35. Affirm, Wizard 2245. Wizard 2245, continue this 3500, QNH 1023, overhead kilo Romeo kilo VR, get VR Whiskey approach, runway 35, reported established on final course. Descent 3500 feet, QNH 1023. Over VR, Kilo Romeo Kilo, cleared for VR, Whiskey 34 and will report when established on runway course with Air 2245. So, wunderbar, dann wird es wieder ein bisschen stressig am Schluss, ja, warum auch nicht? Vor uns ist übrigens schon die Insel. Also Corfu. Caravel 55 Juliet Mike, identified now flight level 260, continue flight 100. So, und jetzt werden wir mal den Speed manuell übernehmen. Mal versuchen auf 180 runterzugehen. Wir brauchen damit Sicherheit Speed Breaks dazu. So, dann müssen wir auch noch weiter runter, und zwar auf 2900. Im Dunkeln macht das natürlich besonders viel Spaß, aber so viel Zeit muss sein, hier nochmal schnell rauszugucken, damit ich euch die Insel zeigen kann. Das sieht auch toll aus, oder? Die Lichter. Also ich gehe schon davon aus, dass das handplaced ist. Wirklich toll. So, noch mehr Speedbrakes. Jetzt können wir auch langsam die Klappen ausfahren. Genau. Dann können wir auch die Speedbrakes wieder reinnehmen. Jetzt geht es auch gleich auf Landebahnkurs. So ein 343. Armen wir mal die Speedbrakes gleich. Jetzt auf 2900, da sind wir schon mal auf der richtigen Höhe. Das ist doch gut. Die 180, das passt auch. Wunderbar. Der Punkt Foxtrot Delta 35, das ist unser Approach Fix für den VOR 35 Whiskey. Da kann man dem Kollegen das auch gleich melden. Wizz Air 2245 established on VOR Runway Course 35 Whiskey. Das war völlig durcheinander, aber das ist okay. Wizz Air 2245, Runway 35, winds 250 degrees, two knots clear to land. Runway 35 clear to land, Wizz Air 2245.
1500. Genau, jetzt warten wir ab, dass wir auf Runway Course wirklich sind. Disarm den Autopilot. Und versuchen mal zu landen. Speed setzen wir gleich auf 143. Dann machen wir 150. Flaps 2. Ein bisschen arg hoch, aber ich denke, das kann man noch. 1-2-2-3-5 for Wizard 2-2-4-5. Thank you. Call for approach, Wizz Air 2245 on VOR 35 Whiskey. Hello Wizz Air 2245, clear to land, runway 35, winds from 250 degrees, 2 knots. Runway 35, clear to land, Wizz Air 2245. Ich denke aber nicht, dass das noch was werden wird. Viel zu schnell sind. So eine schlechte Landung habe ich wirklich selten gemacht. 500. So hätten wir das auch geschafft. Eine gute Landung ist was anderes. So, Flaps ab. Transponder auf. Lights off, die wir mal wieder nicht sehen. Oh, Jesus. Warum ist das am Boden dann eigentlich immer so dunkel? Strobes off, Taxi light on. Genau. Corfu approach with air 2249, runway vacated. Wizz Air 2245, welcome to Corfu. Taxi to the stand of your choice. Taxi, stand of my choice, Wizz Air 2245. Dann machen wir das doch.
zwar immer Gate 7. Brauchen kein Follow Me. Genau. Speed Brakes sind disarmed, genau. Alles gut, alles gut. Approach 3, Jet 3, radio check. 5x5, 3 Jet 3, go ahead. Corp Approach 2, Jet 3, request Iverkrenz to Echo Delta Bravo Charlie Magdeburg, German, level 380, ready to copy, IVR. Three, copy, stand by one. Stand by and 2 Jet 3, Corp Approach 2 Jet 3, request clearance for starting the engine. Sir, first of all, you must receive the FR clearance and then I will give you clearance for startup. So please wait. Roger, because usually clearance can be given by when taxi, but that's okay. No, sir. First of all, we are giving the IFR clearance. After the pushback or starts up, then taxiing, you know. Yeah, but usually it's not like that, but if it's your rules, then I'm gonna follow your rules. No, sir. This is not my rule. this is the way it is. Don't make the rules. Okay, I don't want to start an argument, so I'm just gonna follow your instruction. Das war bestimmt großartiges Parking. Aber das war lustig, dass er damit also mit dem Kollegen Controller argumentieren wollte, dass man Push and Start Clearance, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bekommt, bevor man seine IFR-Clearance hat. Hm. Ja, ich habe nicht so richtig hingehört, das gebe ich zu. Deswegen kümmern wir uns mal um unser eigenes Zeug hier. APU on. External Power können wir auch gleich ran. Traffic Cones. Ja, external Power. Jet 3, you are clear to your destination as filed. Your departure will be Olgat 1 Delta out of runway 35. Initially climb flight level 080 and set squawk 0303. Clear to Echo Delta Bravo Charlie via runway 35 and I'm sorry sir, I only have all got 2 Foxtrot and 2 Victor. In this case, correction, after takeoff, maintain runway heading and I will give you vectors for the departure. I have frozen changes and I will give you again. So, 3Z3, you are clear to your destination as filed. After takeoff, maintain runway heading. Initially climb flight level 080. And your squawk code will be 0303. Yeah, clear to destination of as file and maintain runway heading after takeoff and the initial altitude will be level 080. Widget 3, read back is correct, startup approved, call when ready for taxi. Startup proof and report ready for taxi, widget 3. So, und eigentlich müsste ja noch der Kollege aus Milan landen. Aber den habe ich irgendwie hier komplett vom Radar verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der ist einfach verschwunden. Weil jetzt habe ich noch einen aus, oh Gott, irgendwo in Russland. Aus Moskau. Von der Vnukovo. Ja, und das war's. Schade.
Na gut, dann haben wir hier den Kollegen von TuiFly wenigstens noch. Wir lassen jetzt hier unsere Passagiere raus. Ich hoffe, euch hat der Flug Spaß gemacht. Auch wenn die Landung am Ende ein bisschen chaotisch gewesen ist, aber so ist das. Wenn dann auf einmal noch drei neue Kollegen online kommen. Erst einer bei Athens Control. Mitten im Descent bei 6000 Fuß, ne, nicht mal, ich war schon bei 4000 oder 4500 Fuß. Und dann auch mitten in Approach, der Approach Controller. Aber wir mögen ja Herausforderungen. Das kriegen wir alles hin. Mehr schlecht als recht in dem Fall, aber wir sind runtergekommen. Und jede Landung, von der man weglaufen kann, ist eine gute Landung. Richtig? Genau. So, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr Kommentare zum Video habt, dann einfach unten in die Kommentare rein. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gerne ein Abo dalassen. Und über ein Like freue ich mich natürlich auch jederzeit. Genau, und mit den Bildern verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!